Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei meinem nächsten Livestreaming. Heutiges Thema ist Preiserhöhung und ich sage, es ist so ein scary Thema, weil wir uns das oft nicht trauen. Ich weiß, viele sagen, ach, jetzt ist schwere Zeit, das kann ich nicht machen. Ich bin froh, dass ich überhaupt Kunden habe, aber ich kann das voll verstehen. Irgendwann mal war ich selber in diesem Stadium und ich habe mich nicht getraut, die Preise zu erhöhen, bis ich in den Punkt gekommen bin und ich nehme mich wie eine Businessfrau. Ich weiß, viele von uns, eigentlich ich denke die meisten von uns, machen das, weil es ist unser Hobby, es ist unsere Leidenschaft und wir fühlen uns hier wirklich in unserem Beruf total wunderbar und wir sind total glücklich dafür. Aber ihr solltet nicht vergessen, ihr seid Businessfrauen. Und ihr macht ein Business, wovon ihr leben solltet und nicht nur überleben. Ich sage immer, wenn man geht in eine Firma arbeiten, man will einen Job bekommen, man sagt immer, wie viel Gehalt man möchte, wie viele Urlaubstage, welche Bonus hat man das. Und wenn man macht Kosmetik, Wimpern, Brauen, ja, einfach diese Beauty-Sachen, dann muss man sagen, ich kann mehr arbeiten, damit ich das Geld verdiene, was ich brauche für mein Leben. Oder ich kann länger arbeiten oder einfach ich mache mehr oder ich kaufe mir das nicht. Warum solltet ihr, weil ihr macht etwas, was ihr liebt, leiden in eurem Privatleben? Ich finde das einfach nicht schön und deswegen war für mich sehr wichtig, noch zum Ende des Jahres euch sagen, macht ihr keinen Gedanken, macht ihr keinen Kopf, guckt ihr die Preise an. Ich habe gerade gesehen meine Lieferanten, meistens so im Oktober, November kriegt man die Preisliste für das nächste Jahr und ich kann euch sagen, alle sind zwischen 10 und 15% hochgegangen von Produkten. Es ist nicht so viel, wenn etwas kostet 20 Euro, dann plötzlich kostet 22 Euro, ja, es sind 2 Euro. Man muss nicht jetzt mit Preis extrem hochgehen, aber trotzdem, es ist 10%, das ist extrem viel. Wenn ihr zum Beispiel Wimpern macht für 100 Euro, das ist 110 Euro, das ist 10 Euro mehr. Und wenn ihr 5 Kunden habt am Tag, dann ist es 50 Euro am Tag. Und dann in einem Monat, wenn ihr arbeitet 20 Tage, es ist 1000 Euro mehr, was ihr verdienen oder was ihr an Umsatz machen könntet. Und das ist wirklich schon dann deutlich viel. Das ist, ich denke, Miete von einigen von euch, ja, wenn ihr so kleine Studios habt. Deswegen guckt ihr das wirklich an, wie sind eure Preise, wie sind die Produkte, eure Ware teuer, um wie viel sind teuer gegangen. Um wie viel ist die Krankenkasse teuer gegangen? Um wie viel kosten jetzt die soziale Versicherung, Renteversicherung und so weiter? Guckt ihr das bitte an, weil das sind wirklich sehr wichtige Faktoren. Und vielleicht werdet ihr zwischen den Feiertagen ein bisschen Pause, ein bisschen Zeit haben, ein bisschen die Zukunft planen oder vielleicht ein bisschen das nächste Jahr planen. Und dann, ich werde euch das wirklich empfehlen, durchrechnen, eure Stundenlohn berechnen. Das findet ihr bei mir auf YouTube, habe ich schon ein Video gedreht. Es heißt Kalkulation oder Preiskalkulation und da habt ihr wirklich Schritt nach dem Schritt, wie ihr könnt das so einfach, so grob selber zu Hause berechnen. Deswegen, das werde ich euch empfehlen. Das Video geht, ich denke, 20 Minuten, deswegen braucht ihr ungefähr eine halbe Stunde dafür. Findet ihr euch diese Zeit, macht ihr das und versucht ihr eure Blockaden im Kopf lösen. Weil ich weiß, viele von euch, ja, ich habe Angst, was sagen die Kunden, schon aus dem Grund, dass ihr möchtet nicht, dass die Kunden euch böse sind oder dass sie mit euch diskutieren, immer versucht ihr aus dieser Nicht-Komfortzone, einfach von dieser unangenehmen Zone oder unangenehmen Situation rausgehen und deswegen behaltet ihr lieber eure Preise. Aber ich sage euch, wenn eure Arbeit top ist und eure Kunden zufrieden sind, die verstehen das. Weil die sehen das auch im privaten Leben. Um wie viel sind die Lebensmittel teuer geworden? Um wie viel ist Sprit teuer geworden? Die sehen selber, dass alles teuer ist und die haben damit Verständnis, dass es auch bei euch teuer wird. Und ich muss euch sagen, ich habe jetzt auch alle meine Kunden im Voraus, ich informiere immer im Voraus, dass ich mit Preisen hochgehe. Habe schon gesagt, die Preise werden um 10% erhöht ab 1.1. Und ich sage euch, ich habe nicht eine einzige Kunde, welche haben gesagt, auch du oder wieder oder etwas, nicht. Sogar die meisten haben gesagt, habe mir schon gedacht, es war klar oder so einfach, dass die das wirklich bestimmen, dass ja, es ist so, die Situation hat sich geändert und die verstehen das alle. Und deswegen habt ihr nicht Angst. Falls ihr Kunden habt, welche sie das nicht leisten können,
welche, es ist zu teuer, welche wollen das Geld nicht ausgeben dafür, die werden sowieso, ob jetzt oder nach der Zeit, jemanden suchen, wer ist günstiger. Deswegen macht ihr euch nicht Gedanken, es ist einfacher im Kopf feststellen, aber wirklich loslassen und sagt ihr euch für euch selbst, auch wenn es schwere Situation und schwer, lasst ihr die Kunden gehen, welche sollen gehen, kommen neue Kunden. Ich habe das nach dem Lockdown gemerkt, denn wir haben aufgemacht, viele Kunden sind gekommen und wollten alles. Dadurch, dass wir könnten nicht alles machen, alles verboten, sind einfach die Frauen gekommen und die wollten jede Behandlung, die wollten am liebsten jede Woche bei mir sein, einfach Kosmetik, Wimpern, Augenbrauen, alles machen, weil die hatten Bedürfnis, das Geld auszugeben für sich selbst. Deswegen schätzt eure Arbeit, wenn ihr wirklich gut seid, arbeitet ihr gut und eure Ergebnisse sind zufrieden für eure Kunden, macht ihr euch keine Gedanken und geht ihr mit den Preisen ein bisschen hoch. Ich habe das jetzt auch gepostet auf den Social Media, das heute ist Livestreaming mit Preiserhöhung und ich habe wirklich nur Daumen hoch gekriegt, weil es ist einfach so und es ist Zeit, wo ihr solltet wirklich eure Preise nochmal kalkulieren und überlegen, wie ihr die vielleicht ab nächstes Jahr endet. Und damit eure Arbeit noch besser ist, dann will ich nur in Erinnerung geben, unsere Weihnachtsgewinnspiel, welche dauert bis zum 23. Dezember, weil am 24. Dezember wähle ich die Gewinnerin, welche gewinnt eine Schulung bei mir nach Wahl. Es wird eine VIP, das heißt private Schulung und es wird so gebaut, wie deine Bedürfnisse sind. Deswegen, da könntet ihr noch mitmachen und vielleicht ein bisschen Glück auch gewinnen und wieder mit eine neue Motivation, ein neues Jahr starten. Damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend. Guckt ihr auf YouTube das Video Preiskalkulation, rechnet eure Preise und habt keine Angst mit Preisen hochgehen. Die Kunden, welche euch schätzen, die werden bleiben und das auch bezahlen. Wichtig ist, dass eure Arbeit perfekt ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss.